Auswahl zunächst. Da haben wir eine Debütantin im Tor mit Laura Benkart. Dann eine Viererkette, die auch neu zusammengestellt ist. Hinten links Felicitas Rauch, auch für sie erstes Länderspiel. Dann Behringer und Gößling auf der Doppel 6. Das war zu erwarten. Laudea, Magull und Blesse einigermaßen überraschend, dass die beiden dabei sind. Und Anja Mittag ganz vorne. Das hat sich die Bundestrainerin ausgedacht. 157. Länderspiel für sie an der Seitenlinie. Auf der anderen Seite die Lioness mit Bardsley im Tor. Dann zwei Dreierketten davor. Nobbs, Scott, Taylor und Kirby sollen das Offensivspiel beleben. Sechs Spielerinnen sind noch dabei aus der Startformation, die Mark Sampson im Spiel um Platz 3 aufgeboten hatten. Damals aus der deutschen Mannschaft sind es nur noch vier. Das ist die unparteiische Esther Staubli, 36 Jahre alt, aus der Schweiz. Das Länderspiel der deutschen Frauennationalmannschaft im Ersten. Präsentiert vom Bitburger. Richtige Revanche ist es ja nicht. Man kann das nicht mehr ungeschehen machen. Was da passiert, das haben sie alle noch einmal betont an den vergangenen Tagen hier in Duisburg. Aber es geht hier natürlich ums Prestige. Und das will man auf gar keinen Fall noch einmal erleben. Die jubelnden, die tanzenden Engländerinnen zu sehen auf der einen Seite und auf der anderen Seite das deutsche Team, das so viele Möglichkeiten hatte. Die beiden Debütantinnen haben sich auch eine lange, lange Videoanalyse mit anschauen müssen hier in den letzten Tagen, die die Bundestrainerin mit ihren Assistenten gemacht hat, um das alles nochmal aufzuarbeiten. Laura Benkart, erstes Länderspiel also für sie. Sie ist die Kapitänin in Freiburg. Testen auf der einen Seite. Blamieren darf man sich auch nicht auf der anderen. Also es ist so eine kleine Gratwanderung, wenn wir so wollen. Bisschen verspätet geht's los. Behringer. Stehen relativ hoch, die Engländerinnen. In der Tat war es zunächst einmal eine Dreierkette, die sich da hinten zu Beginn formiert hat. Jetzt sind sie eher zu viert auf einer Linie. Aber das ist ja nichts Neues bei Mark Sampson, der ja während des Turniers bei der WM mehrfach die Taktik gewechselt hat. Behringer. Kirby, relativ klein gewachsene Spielerin, soll da vorne wirbeln. Gegen die deutsche Viererkette. Das ist Horten. Das ist meine erste Aktion für Laura Benkart. Hat lange warten müssen auf ihr erstes Spiel. Jetzt ist Schuld verletzt, die auch im Stadion ist. Und jetzt darf sie mal ran. Horten. Und Gößling. Das ist Laufduell mit Bronze. Stark gespielt, Abseits. Fahne ist um.
Aber es hat gut ausgesehen und das war schon mal so ein kleines Beschnuppern da drüben auf der linken Offensivseite. Oh, das war eine Fehlentscheidung. Gut zu sehen, kein Abseits. Schade, wäre eine sehr, sehr gute Gelegenheit gewesen für das deutsche Team. Konzentrierter Auftakt des deutschen Teams, wie ich finde. Annike Kran, 128. Länderspiel. Sie ist die Kapitänin heute. Schöne Sache. Kind des Ruhrgebiets, ja, wie sie selbst sagt. Ich bin hier aus dem Pott. Lange hier gespielt in Duisburg, 8 Jahre. Harter Einsatz, gestrecktes Bein von Greenwood gegen Meyer. Schauen Sie hier, keine Chance an den Ball zu kommen, trifft die Deutsche voll. Von Gößling. Und Bronze. Tolles WM-Turnier gespielt. Eine der Entdeckungen bei den Engländerinnen gewesen. Die Lucy Bronze. Noch verzieht er keine Miene. Felicitas Rauch, die sicherlich auch einigermaßen überrascht war, als die Bundestrainerin die Startelf bekannt gab und die 19-Jährige da aus Potsdam auf einmal auftauchte, hinten links in der Viererkette und nicht Tabea Kemme. Aber es ist ein Test. Es muss auch einmal die Gelegenheit geben, sagt Silvia Neid, sich zu zeigen gegen so einen renommierten, starken Gegner. Da hilft es nichts, wenn man gegen Kroatien und Länder dieser Kategorie Tore schießt, zaubert. Eine tolle Kombination zeigt. Das müssen die jungen Spielerinnen jetzt auch mal hier in so einem Spiel. Da müssen sie sich beweisen. Magull beispielsweise. Claudia, gut gespielt. Konsequenter abschließen. Jetzt mal selbst versuchen können doch. Wäre eine gute Gelegenheit gewesen für Simone Laudier. Versucht da Blässe mitzunehmen. Da sehen Sie schon auch vom Engagement her an der Seitenlinie, da steht ein bisschen was im Raum noch.
bei Sylvia Knight. Die Aufarbeitung hat, wie gesagt, etwas länger gedauert. Und das Spiel um den dritten Platz, das hätte man nicht verlieren müssen, nicht verlieren dürfen. Chancenverwertung, das war das große Manko damals in Edmonton. Meier. Kernige Verteidigerin Greenwood. Hat auch nur ganz wenig Trainingseinheiten gegeben hier an den vergangenen Tagen übrigens. Die Spielerinnen sind ja zumeist noch einer Dreifachbelastung ausgesetzt. Meisterschaft, Pokal, Champions League. Da bleibt nicht mehr viel Zeit hier zur Regeneration. Und das hat man natürlich auch mal genutzt, um sich genau auf solche Zweikämpfe vorzubereiten. Physisch. Beim All-Star-Team. Lucy Bronze. Freistoßdistanz ist nicht schlecht. Bartley ist eine gute Torhüterin, die aber auch den einen oder anderen Klops mal mit hat in so einer Partie. Keine schlechte Idee ist, nicht direkt zu versuchen, sondern Peter damit einzubinden, die ein ordentliches Kopfballspiel hat. So, das wäre jetzt abseits gewesen. Hat sich wieder ausgeglichen. Zweimal knapp, zweimal falsch entschieden. An der Seitenlinie. Das war ein falscher Einwurf, auch das gibt es noch. Und Esther Staubli ist eine sehr erfahrene, unparteiische, aus Bern in der Schweiz, seit 2006 ja schon bei der FIFA, war auch bei der WM. Und hat vor, fast auf den Tag genau, vor einem Jahr im Wembley-Stadion in London, England, Deutschland gepfiffen. Damals gewannen die Deutschen 3:0 und Mark Sampson hat gesagt, das war unser wichtigstes Spiel der vergangenen Jahre. Da haben wir so viel gelernt und er hat so viele Schlüsse daraus gezogen, dass er es bei der WM ja schon quasi umdrehen konnte. Das Resultat. Lauder. Horton. Bei Maus. Zum Spiel von Peter auf Rauch. Das ist Bronze, die sie auf gar keinen Fall aus der Distanz so in der Nähe des Strafraums schießen lassen dürfen. Da ist sie extrem gefährlich. Kein Problem.
gehen sehr viel drauf. Schauen Sie, Meier hat Mühe, da überhaupt mal in ein Passspiel zu kommen. Ganz schwer. Das ist Leonie Meier vom Meister und Tabellenführer der Frauenfußball-Bundesliga vom FC Bayern München. Behringer, die Vereinskollegin, und Horten. Benka, da müssen wir uns keine Gedanken machen. Normalerweise ist eine gute Fußballerin. Das war in der einen oder anderen Trainingseinheit schon zu beobachten, die man so sehen kann. Also die kann mit der Kugel umgehen, das ist für sie hinten kein Problem. Missverständnis. Das sind die ein oder anderen Flüchtigkeitsfehler, die sich jetzt einschleichen im deutschen Spiel. Die Engländerinnen machen das gut. Räume sind zugestellt, sie verschieben. Sehr variabel. Haben ein ordentliches Mittelfeldpressing hier auch anzubieten. Eine deutsche Mannschaft, die gut reingekommen war in den ersten 5, 6, 7 Minuten. Tut sich, je länger diese Partie jetzt dauert, umso schwerer. Das war schwach von Williams. Gößling. Ja, die Zweikampfhärte ist bekannt. Samson hören Sie permanent von unten reinrufen. Der 33-jährige Waliser. Kommentiert das alles. Jeden Pass. Horten. Kran dazwischen. Stark gemacht. Oh, war frech von Magul zweimal. Aber warum nicht? Fehler in der Vorwärtsbewegung von Bronze. Und jetzt Mittag. Ja. Ordentliche Gelegenheit für die deutsche Mannschaft. Anja Mittag sagt, ihr müsst weiter vorrücken, helfen und unterstützen da vorne. Beim Anlaufen der Engländerinnen. Stark ist Jill Scott. Wenn es da mal darum geht, um
bei Eckbällen oder Freistößen vorne mit dabei zu sein. Da zählt Scott dazu. 101. Länderspiel. Horten, die Kapitänin. Gößling. Ach, auch da wieder. Fuß ist ausgefahren, das muss gelb geben, Horten. Schauen Sie, da ist mit offener Sohle geht sie da rein und das ist eine klare gelbe Karte. Da gibt es nichts zu diskutieren. Hier kommt sie, zack. Von der Seite, Sohle ist offen. Das Ganze in der Nähe des Anstoßkreises. Also, da sieht man, welche Emotionen hier auch im Spiel sind und wie viel es da geht. Hat man schon gesehen, wie groß die Ruhe am Ball ist bei Laura Benkart hier, die sehr früh und aggressiv angelaufen wurde und die trotzdem den Pass Millimeter genau gespielt hat auf Leonie Meyer. Also das ist alles das, was wir auch so selbst als Eindrücke gewinnen konnten von ihr. Eine richtig, richtig gute Fußballerin. Da tun in einem ersten Länderspiel natürlich so ein, zwei Aktionen, die man gleich zu Beginn hat, ganz gut. Die Mutter ist auch gekommen hier, um sie moralisch aufzurüsten. Wenn wir so wollen, sie hat aufzubauen, sie hat sich sogar freigenommen, als sie gehört hat, dass die Tochter hier ihr erstes Länderspiel machen wird. Sofort freigenommen und ist sie heute ins Stadion gekommen. Stokes, die es da mal versucht. Scott. Nochmal. Oh, das ist schon ein gepflegtes Bällchen, was die Engländerinnen hier spielen. Ganz wenig Zeit zur Ballannahme bei der deutschen Mannschaft. Pass ist gut. Greenwood im Duell mit Blesse. Magul. Baudia zeigt an. Das ist Rauch. Lesse. Das ist schon eine andere Herausforderung als gegen die Türkei oder Kroatien. Hat sich Spielerinnen wie Magul, wie Blesse ja richtig in den Vordergrund auch teilweise gespielt haben. Die Jokeron perfekt ausnutzten. Heute mal von Anfang an. Das ist ein anderes Kaliber.
Meier. Greenwood ist wieder getroffen. Leonie Meyer, Duell mit Nobbs. Da humpelt sie und wir hoffen natürlich jetzt nicht. Hat ja schon eine schwere Knieverletzung hinter sich gebracht, dass da wieder was passiert ist. Das wäre natürlich äußerst ärgerlich. Unglücklich. Oh, die beißt. Und wer Leonie Meyer kennt, der weiß, das muss richtig wehgetan haben hier, dieses Duell, denn so leicht geht die nicht raus und so schnell auch nicht. Also einmal durchatmen, aus deutscher Sicht, sie ist zurück. Rösling. Lässe, die sofort hinten ausgeholfen hatte. Peter. Nichts zu machen vorne für Magull. Bislang noch kaum einen Zweikampf gewinnen konnte. Jetzt vielleicht Zuspiel. Ist ganz gut. Und Riesenchance, das wäre es doch gewesen. Felicitas Rauch in ihrem ersten Länderspiel. Und Bartley hat aufgepasst. Beste Gelegenheit. Es war wunderbar gespielt. Traumpass von Magull und Rauch. Die traut sich was zu und versucht es noch mit rechts ins lange Eck. Sie stark gemacht und Bartley hat super reagiert, muss man ganz ehrlich sagen. Sie hatte natürlich auf die kurze Ecke spekuliert, weil sie weiß, die Rauch ist ja eine, die auch einen guten linken Fuß hat. Und dann vielleicht eher das kurze Eck anvisiert hätte. Also von beiden tolle Aktion. Gefällt mir bislang sehr, sehr gut da drüben. Auf der anderen Seite. Felicitas Rauch. 19 Jahre. Erstes Länderspiel, wie gesagt, für alle, die später dazugekommen sind. Für die junge Potsdamerin. Und Benkert darf auf der anderen Seite auch mal einhalten. Unterhaltungswert nimmt zu. Schuss von Nobbs. Auch erst 22 vom FC Arsenal. Die Zweikämpfe annehmen, die Zweikämpfe auch gewinnen. Das war so eine Vorgabe. Schlechter Pass von Blesse. Von der Bundestrainerin. Denn das wusste man ja. Dass hier eine Mannschaft kommt, die nur so sprüht vor Einsatzwillen mit den Engländerinnen. Platz 3 bei der WM in Kanada, aber der größte Erfolg bei der englischen Frauenfußballnationalmannschaft überhaupt auf der Insel. Das hat eine riesen Begeisterung ausgelöst. Sie können sich das gar nicht vorstellen,
bei den Ligaspielen Zuschauerzuwachsraten um die 50%. Also das ist ein richtiger Boom. BBC überträgt live die Partie hier. Hätte es vor Jahren nicht gegeben. Undenkbar. Magul. Berega. Barzley. Ja, an der Mittag hat spekuliert, weil sie weiß, Barzley, ich habe Ihnen das vorhin schon mal gesagt, die ist für den einen oder anderen Querschläger gut. Fantastische Reflexe auf der Linie, da ist sie eine Klasse für sich. Aber dann fällt ihr wieder mal einer rein, wo du denkst, das darf doch nie wahr sein. Das 22. Duell heute mit England. 18 Siege für die deutsche Mannschaft, 2 Unentschieden, 1 Niederlage. Die hat am meisten wehgetan natürlich. In diesem Spiel um Platz 3. Williams. Das war die Torschützin mit der Nummer 4 bei England. Kann man es ganz gut sehen. Bei eigenem Ballbesitz versucht die deutsche Mannschaft hinten mit einer Dreierreihe zu agieren. Dann geht Behringer in die Mitte zurück zu Kran und Peter. Während die beiden Außenverteidigerinnen Rauch und Meier sehr hoch stehen. Und schon weit ins Mittelfeld vorgezogen sind. Nicht, was sie da gesucht hat bei Felicitas Rauch. Schönes Gott. Gefunden hat es, glaube ich, nicht. Ziemlich kalt übrigens, Temperaturen um 0 Grad hier in Duisburg. Aber trocken heute, den ganzen Tag über wunderbares Wetter. Das war in den vergangenen Tagen nicht immer so. ...31 mittlerweile. Kieran Barnsley von Manchester City. Samson hat sie zurückgeholt. Hat gesagt, die finde ich gut. Sie war unter Hope Powell, das war die Vorgängerin von Mark Sampson, eigentlich schon raus aus der Musik, und Sampson hat sie reaktiviert. Rechts Meier. Zu viel auf Meier war nicht ganz so präzise, muss den Ball quasi auf zweimal annehmen. Gößling.
marschiert da unten, aber Esther Staubli ist eine sehr entschlossene, resolute, unparteiische. Die macht da keine großen Diskussionen auf, sondern sagt sich, ich entscheide und sonst niemand. Das ist auch gut so. Meier, Mittag, Gößling. Sofort gedoppelt, sehen Sie ganz gut hier. Meier, Ball mal gut verteidigt. Horten klärt. Behringer versucht. Und nochmal aus der Distanz. Also, das ist Felicitas Rauch. Herzlich willkommen. Auch auf großer internationaler Bühne des Frauenfußballs. Und da hat der ein oder andere vielleicht gedacht, Mensch, kommt die damit klar? Ich würde sagen, viel Rauch um nichts. Die ist völlig entspannt und macht einen richtig guten Eindruck hier. Kein bisschen Lampenfieber. Holmes. Scott. Knobs. Gute halbe Stunde vorbei, sehr kampfbetontes Spiel. Kirby. Greenwood. Stokes, zu unpräzise für sie. Familie sind da von Annike Kran, viele, viele Freundinnen, ehemalige Teamkolleginnen. Gestern haben wir scherzhaft gesagt, na, hast den ganzen Block hier für dich selbst. Für Annike Kran, die ja mittlerweile in Leverkusen aktiv ist. Magul. Das ist die internationale Härte, internationale englische Härte. Ja, das vierte Länderspiel ist kein Kindergeburtstag für sie. Lina Magul. Bislang mit zwei Toren in zwei Spielen sozusagen die Entdeckung der letzten Partien. Das ist das dritte Länderspiel übrigens erst. Und das heute ist mal eine andere Herausforderung. Der Zuschauer sind tatsächlich erst auf den letzten Drücker hier reingekommen, haben die Hymnen verpasst. Es war am Anfang sehr, sehr leer. Hier aber mittlerweile haben es dann doch alle geschafft. Der Seitenlinie am rechten unteren Bildrand. Jetzt kommt sie zurück. Alina Magul. SC Freiburg.
Meier gegen drei. Kran, Achtung, Laufduell. Das macht sie schlicht. Benkert ist sehr konzentriert bislang. Ein, zwei Aktionen, da hat sie ein bisschen aufpassen müssen, hat sie gut gelöst. Williams. Was schlecht. Steffi Jones, die Sie da rechts sehen. Die Nachfolgerin von Sylvia Knight. Sie wird nach den Olympischen Spielen dann das Kommando übernehmen. Ist ja seit September jetzt mit dabei. Soll sich einarbeiten, lernen. Mal schauen, wie die ganzen Abläufe sind. Und dann sieht sie, aufgepasst, jetzt diese Aktion der Engländerin. Überfallartig. Stokes und Beckert. Stark gehalten. Das war gut. Sehr schöne Aktion von Laura Benkert gegen Stokes. Da wäre es fast passiert gewesen. Hier, kein Absatz. Das ist Taylor, Nobbs und Stokes. Drei Stationen nur. Rauchklärt. Getunnelt, Behringer. Benker passt auf. Lässe. Zweiter Versuch. Bisschen mehr Ruhe in den Aktionen. Horten, die kommt da wie der Galopper des Jahres hier entgegen. Was macht denn die da? Die hüpft da hin und her. Versucht da Blässe zu irritieren. Das würde ich gerne mal sehen, was die da gemacht hat. Steph Horten, also. Und Blässe hat sich da in der Tat so ein bisschen aus dem Rhythmus bringen lassen, aber ist ja klar, wenn einer vor dir tanzt. Dann kann das schon mal passieren. Meier. Gößling. Ein paar gute Aktionen jetzt. Lesse. Greenwood ist weg. Flanke müsste kommen. Versucht in den Rücken der Abwehr zu spielen. Meier schießt. Gutes Spiel jetzt. Barzley ist da. Hat sie sehr schön getroffen. Leonie Meier, perfekte Schusstechnik. Und Barzley mit einer Hand übergegriffen. Also klasse Parade von ihr. Ecke kommt von Gößling. Horten fährt. Aufgepasst von Kran. Nobbs. War keine schlechte Aktion. Kirby. Vorsicht, die darf man nicht übersehen hinten. Und Peter. Spielt jetzt deutlich abwechslungsreicher als über weite Phasen dieser ersten Halbzeit, als es ein Mittelfeldabnutzungskampf war. Mit vielen, vielen harten Zweikämpfen. Häufig in der Nähe des Mittelkreises. Versuch von Behringer. Tolle Saison bei den Bayern. Da ist sie die Kapitänin. Sie, die ehemalige Welttrainerin, und er auf der anderen Seite. Mark Sampson jetzt nominiert für diese Auszeichnung. Der sogenannte Ballon d'Or.
Da sind auch noch andere Namen aus Deutschland wie Colin Bell oder Thomas Wörle mit in der Verlosung dabei. Das ist er, der Mann, der den englischen Frauenfußball revolutioniert hat. Barzwi braucht in der Regel ein bisschen länger. Führerabschläge. Je näher sich ein Spiel der Halbzeitpause und dem Ende näher, das ist bekannt bei ihr. Annike Kran. Da sind ein paar, die da fehlen, die sie vielleicht vermissen werden. Aus deutscher Sicht schlecht. Da war es von Kran. Bartusiak zum Beispiel fehlt hinten. Ganz wichtige Spielerin, die neue Spielführerin der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft, als Innenverteidigerin, die eine feste Größe im Team. Williams. Knops. Bons. Minute Nachspielzeit. Der eine oder andere, der die Engländerinnen vor ein paar Jahren noch gesehen hat, der wird diese Mannschaft nicht mehr wiedererkennen. Ballsicher, kombinationssicher, passsicher sind die vor allen Dingen. Laufen und kämpfen konnten sie ja immer schon. Aber jetzt können sie auch noch Fußball spielen. Haben eine taktische Handschrift, die ihnen Mark Sampson da mitgegeben hat, und sind ein richtig, richtig gutes Team geworden. Von denen werden wir noch einiges hören in den nächsten Jahren. Da bin ich mir sicher. Stokes nochmal. Scott. Kran hat aufgepasst. Deutsche Mannschaft hat sich schwer getan, häufig, ist dennoch in der einen oder anderen Phase gut ins Spiel gekommen. Gegen einen kompakten und aggressiven Gegner. Es gab zwei gute Möglichkeiten auf beiden Seiten von Rauch und von Stokes. Und, liebe Zuschauer, wir haben zwei richtig gute Debüts gesehen in der Mannschaft von Sylvia Knight. Nämlich Felicitas Rauch und Laura Benkert.